Willkommen zurück zum Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung von Mathematik macht Freunde Freude. Die Gleitkommadarstellung wird in unterschiedlichen Bereichen angewendet, zum Beispiel in den Naturwissenschaften oder in der Wirtschaft. Man verwendet sie auch bei der Überschlagsrechnung. Typische Überschlagsrechnungen sind die sogenannten Fermi-Probleme. Was ist ein Fermi-Problem? Bei solchen Aufgabenstellungen hat man praktisch keine Daten zur Verfügung. Man kann aber trotz mangelnder Information gute Abschätzungen für ein bestimmtes Problem liefern. Das sind Abschätzungen, bei denen vor allem die Größe der Zehnerpotenz eine Rolle spielt. Es ist daher auch sinnvoll, in Gleitkommadarstellung zu rechnen. Um die Aufgabe zu lösen, muss man eigene Recherchen anstellen und Größen abschätzen. Du sollst wissen, dass es keine eindeutig richtige Lösung gibt. Und somit oftmals auch verschiedene Lösungsansätze. Wichtig ist jedoch die Begründung der Schätzungen und der Vorgangsweise. Diese Art von Überschlagsrechnungen sind benannt nach dem italienischen Kernphysiker Enrico Fermi. Wir wollen uns in diesem Video so ein Fermi-Problem genauer anschauen. Und zwar wollen wir das Spaghetti-Problem lösen. Wir stellen uns die Frage, wie viele Kilometer Spaghetti die Wiener und Wienerinnen in einem Jahr essen. Dafür müssen wir uns zunächst überlegen, welche Größen für das Lösen des Problems relevant sind. Wir fragen nach der Länge der insgesamt verzehrten Spaghetti in Wien pro Jahr. Wir müssen uns also über unterschiedliche Fragen Gedanken machen, wie zum Beispiel: Wie lang ist eine Spaghetti? Wie viele Spaghetti isst man pro Mahlzeit? Wie oft essen Wiener und Wienerinnen Spaghetti? Wie viele Wiener und Wienerinnen essen Spaghetti? Wir wollen versuchen, vernünftige Abschätzungen samt Begründung abzugeben. Drücke auf Pause und probiere die Fragen zu beantworten. Du kannst dafür schätzen, messen oder recherchieren. Gut, beginnen wir mit der ersten Frage. Eine Spaghetti ist normalerweise 25 cm lang. Und weil wir ja das Rechnen mit Gleitkommadarstellung und Zehnerpotenzen üben wollen, verwenden wir diese auch bei unserer Berechnung. Wir wollen die Gesamtlänge der verspeisten Spaghetti in Kilometer berechnen. Also wandeln wir die 25 cm gleich in Kilometer um. Das sind 2,5 mal 10 hoch minus 4 Kilometer. Für die nächste Frage müssen wir uns einige zusätzliche Dinge überlegen. Was versteht man zum Beispiel in der Frage unter Mann? Ein Kleinkind ist wesentlich weniger als eine erwachsene Person. Auch eine erwachsene Person kann je nach Hunger manchmal weniger und manchmal mehr essen. Es ist daher sinnvoll, mit einer durchschnittlichen Menge zu rechnen. Wir nehmen jetzt mal an, dass im Durchschnitt 100 Gramm Spaghetti pro Mahlzeit gegessen werden. Eine Spaghetti wiegt ungefähr 1 Gramm. Das kannst du auch einfach mit deiner Küchenwaage überprüfen. Wenn eine Spaghetti 1 Gramm wiegt, dann wiegen 100 Spaghetti 100 Gramm. Wir können also sagen, dass eine Person im Durchschnitt 100 Spaghetti pro Mahlzeit verzehrt. Das sind 10 hoch 2. Wie oft essen Wiener und Wienerinnen denn eigentlich Spaghetti? Auch hier müssen wir uns wieder eine durchschnittliche Häufigkeit überlegen. Einige essen vielleicht gar nie Spaghetti, andere dafür wie die Italiener ein paar Mal in der Woche. Laut Erzählungen und Erfahrungen schätzen wir, dass ein Wiener einmal pro Woche Spaghetti isst. Da uns die Länge der Spaghetti pro Jahr interessiert, rechnen wir uns gleich die Anzahl der Mahlzeiten pro Jahr aus. Ein Jahr hat 52 Wochen. Also isst ein Wiener ungefähr 52 Mal pro Jahr Spaghetti. Das sind in Gleitkommadarstellung 5,2 mal 10. Jetzt wollen wir noch herausfinden, wie viele Menschen in Wien wohnen und wie viele davon Spaghetti essen. Die Einwohnerzahl von Wien kann man leicht recherchieren.
Auf der Homepage der Stadt Wien kann man den genauen Bevölkerungsstand nachlesen. 2020 leben gerundet 1,9 Millionen Menschen in Wien. Wir bringen diese Zahl gleich auf die Gleitkommadarstellung. Also 1,9 mal 10 hoch 6. Hier werden natürlich auch alle Babys und alte Menschen dazugezählt. Ein Baby wird wahrscheinlich gar keine Spaghetti essen. Ein alter Mensch nicht so viele. Wir ziehen die geschätzte Anzahl der Personen ab, die keine Spaghetti essen und rechnen anstelle von 1,9 Millionen mit 1,8 Millionen Menschen weiter. Nun wollen wir die eigentliche Frage des Spaghetti-Problems beantworten. Wie viele Kilometer Spaghetti essen die Wienerinnen und Wiener in einem Jahr? Unsere bisherigen Überlegungen sind hier noch einmal zusammengefasst. Jetzt müssen wir diese nur noch in Verbindung miteinander bringen. Wir rechnen die Länge einer Spaghetti mal 10 hoch 2. Dann erhalten wir die Länge in Kilometer pro Mahlzeit für eine Person. Diesen Wert können wir mit der Anzahl an Wochen multiplizieren. So ergibt sich die Länge in Kilometer pro Jahr für eine Person. Abschließend multiplizieren wir noch mit der Anzahl der Wienerinnen und Wiener, die Spaghetti essen, damit wir die Länge der verzehrten Spaghetti pro Jahr für Wien erhalten. Die gesamte Rechnung lautet also 2,5 mal 10 hoch minus 4 Kilometer mal 10 hoch 2 mal 5,2 mal 10 mal 1,8 mal 10 hoch 6. Du hast bereits gelernt, dass es bei solchen Rechnungen sinnvoll ist, die Vorzahlen von den Zehnerpotenzen und den Einheiten zu trennen. Wir können dann die Vorzahlen und die Zehnerpotenzen getrennt berechnen. Da es bei Fermi-Problemen meist nur auf die Größenordnung ankommt, können wir die Vorzahlen runden. Wir können also 3 mal 5 mal 2 im Kopf ausrechnen und die Zehnerpotenzen zusammenfassen. Zuletzt formen wir noch in die normierte Gleitkommadarstellung um. Damit haben wir eine gute Abschätzung für das Spaghetti-Problem erhalten. Die Wiener und Wienerinnen essen in einem Jahr rund 3 Millionen Kilometer Spaghetti. Möchtest du noch weitere spannende Fermi-Probleme kennenlernen? Auf der Mathematik macht Freunde Freude Homepage findest du bei den Kompetenzmaterialien unter Physik eine Aufgabensammlung zu Fermi-Rechnungen und Abschätzungen. Es folgt außerdem noch ein weiteres Video zu Anwendungen der Gleitkommadarstellung. Wenn du Lust auf eine physikalische Aufgabe hast, dann schau vorbei!